Mein Name ist Thomas Förster, ich bin Jazzpianist, Komponist und Arrangeur, spiele in verschiedenen Bands, habe meine eigenen Projekte und bin als Gast auch immer wieder mal bei anderen Bands dabei, in Big Bands oder Orchestern. Für meine eigenen Projekte schreibe ich auch selber, ich komponiere, ich arrangiere, schreibe für die Bandmitglieder die Noten. Das mache ich zum Teil auch in Auftrag für andere Besetzungen. Und seit 2011 unterrichte ich hier an der Musikhochschule in Trossingen den Studiengang Musikdesign in den Fächern Jazz-Pop-Gehörbildung und Jazz-Pop-Arrangement. Meine erste Frage ist, glaube ich, immer, wer kann keine Noten lesen? Dann machen wir kurz irgendwie das Notensystem durch. Für die, die das halt noch nie gemacht haben, ist es dann eben im ersten Semester oder in den ersten paar Wochen schon anstrengend und zeitaufwendig, sich auf den Stand zu bringen, den wir brauchen und den die anderen zum Teil dann auch schon haben. Und da müssen sie sich einfach ranhalten. Im ersten Studienjahr geht es eigentlich darum, das Gehör intensiv zu schulen. Es geht ganz einfach los mit Intervallen. Wir hören außerdem Akkorde, Dreiklänge, Vierklänge, die Umkehrungen auch von Akkorden, Melodien und Rhythmus. Tonleitern und Skalen, wie wir dann dazu sagen. Und wir hören das eben auch als Klangfläche. Im zweiten Jahr geht es dann darum, diesen ganzen Theorieapparat und wie das alles klingt, in den Zusammenhang zu bringen. Wie funktionieren die Akkordverbindungen? Warum funktionieren die so, wie sie hintereinander kommen? Dann analysieren wir eben auch die Musik. Wir nehmen ganz speziell Stücke, einen Jazzstandard oder auch mal einen Popsong. Wenn man die ganzen Zusammenhänge begriffen hat, wie das funktioniert in so einer Komposition im Jazz, dann gehen wir eben selber auch in den kreativen Prozess und schreiben selber. Zuerst einmal handschriftlich, um einfach auch handschriftlich was schreiben zu können. Später auch mit Software. Da überlasse ich es eigentlich den Studenten, mit was sie schreiben wollen. Ich selbst schreibe mit Finale. Es geht natürlich dann auch um Instrumente, die wir im Jazz haben, Saxophone, Trompeten, dass das transponierende Instrumente sind. Also was ich an den Musikdesignern mag, die kommen hier eigentlich schon an und sind kreativ ohne Ende. Die haben Ideen, da würde ich wahrscheinlich nie drauf kommen. Sei das ein Bohrmaschinenquartett oder einen Lautsprecher in eine Snare-Drum einbauen und solche Geschichten.